Die Rollsperre dient als Anfahrhilfe für Steigungen und Gefälle. Der Bremsdruck wird nach Loslassen des Bremspedals für eine Sekunde gehalten, sodass der Fahrer den Fuß auf das Fahrpedal umsetzen kann. Das Fahrzeug fährt druckfrei an, ohne Losrollen. Das Offroad-Antiblockiersystem, kurz Offroad-ABS, ermöglicht zwischen 40 und 15 km/h einen Radschlupf durch das kurzfristige Blockieren der Räder. Unter 15 km/h werden die Räder sogar dauerhaft blockiert. Auf losem Untergrund können die blockierenden Räder einen Bremskeil aufbauen, der eine höhere Bremswirkung überträgt. Beim Durchdrehen nur eines Rades der Antriebsachse wird durch das Abbremsen des durchdrehenden Rades der Antriebsschlupf verringert und das Differential leitet das verbliebene Antriebsmoment zum Rad mit Bodenhaftung weiter und verhindert das Durchdrehen. Bei Fahrzeugen mit Doppelachsaggregat wird ab einem definierten Lenkeinschlag in Abhängigkeit von Lenkwinkel und Geschwindigkeit in die Bremsen der kurveninneren Hinterräder ein Bremsdruck eingesteuert. Dadurch wird der Kurvenradius auf losem Untergrund spürbar verringert. Die Lenkbremse muss vom Fahrer manuell per Tastendruck aktiviert werden. Die Fertigerbremse hält automatisch einen voreingestellten Bremsdruck für den Anfahr- und Schiebevorgang an der Straßenfertigermaschine. Damit wird das freie Wegrollen auf Gefällstrecken vermieden. Der Druck der Fertigerbremse kann vom Fahrer über das Bremspedal erhöht werden. Die vorgestellten Funktionen, bereitgestellt durch das Electronic Brake System der fünften Generation, kurz EBS5, sind sicherheitsrelevante Innovationen für den Offroad-Einsatz.